Was geht ab und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Totale Langeweile. Ja, ich habe eigentlich ziemlich viel zu tun, denn ich habe mir viel vorgenommen. Ich habe nämlich ein Video in Planung, das ein bisschen aufwendiger sein wird. Die Leute von Facebook müssten schon so langsam Bescheid wissen, was ich da so plane. Ein Riesendank an alle, die bei mir erstens die ihre Ideen und ihre kreativen Ideen mir gegeben haben. Ich habe sie nämlich dazu aufgefordert, mir ein paar Sachen zu nennen. Was will ich nicht sagen? Obwohl, kann ich eigentlich sagen, warum habe ich auch da gesagt? Es geht um die Veränderung der Videospiele, nicht unbedingt der Spiele, auch um die Branche und um besonders den Spieler im Alter, wie es sich damals und wie es sich im Verhältnis zu heute verändert hat. Und dazu plane ich eine Art, ja, es geht schon ein bisschen mehr in die Comedy-Richtung, aber es ist eher so Fakten, ja, so ein bisschen so, ne, wie bei Leidenschaft Videospiele, es geht eigentlich um Fakten, die ein bisschen mit kleinen Sketchen untermalt werden. Ich habe heute aber eigentlich nicht so viel geplant, also viel steht nicht auf dem Plan. Heute habe ich das Wort Plan ziemlich oft in meiner Planung drin. Aber ich habe natürlich nicht nur dieses Video geplant, sondern auch eine neue Top 10. Dazu kommt bald was. Ich bin da schon in den Vorbereitungen. Genauso auch, wie die mit einer Meinung, gibt es natürlich ein paar. Zum einen zu dem Spiel, was ich momentan spiele. Das kann ich auch direkt mal zeigen. Wo ist das? Ach, habe ich gar nicht. Wo habe ich denn das? Finde ich jetzt gerade die Hülle nicht. Doch, hier. Hier. Und zwar zu The Witcher 2, Assassins of Kings. Das spiele ich momentan, bin jetzt schon bei 6-7 Stunden fast schon, also das hat mich schon irgendwie eingenommen und dazu gibt es eine Meinung, genauso wie es zu Silent Hill Downpour und Lone Survivor, also da kommen noch einige Yeti-Man hat Meinungen und vielleicht, wenn die Lust da ist oder wenn ihr Bock habt, das Video zu sehen zu Tiny und Big, das habe ich nämlich auch runtergeladen und habe schon, glaube ich, eine Stunde gespielt, muss ich sagen. Nein, will ich nicht sagen. Ist meine Meinung. Da könnt ihr bitte, wenn ihr Bock habt, schreibt mir, ob ihr sehen wollt oder nicht. Das ist das eine. Also, jeder hat eine Meinung, klar. Ich bin mir nicht sicher, da ist auch eine Frage an euch, ob ich die Rubrik Take a Look At weitermachen soll. Also, an sich habe ich nichts dagegen. Es ist jetzt nicht meine Lieblingsrubrik, aber das sind so Rubriken, also die Rubrik ist eigentlich so ziemlich schnell erledigt. Also man setzt sich hin, zockt ein bisschen, erzählt ein bisschen was. Man macht sich, also ich mache mir schon ein bisschen mehr Mühe bei der Videobearbeitung, aber generell ist es eigentlich eine schnell gemachte Sache. Vielleicht kann man das immer mal wieder einwerfen. Es ist jetzt keine Rubrik, das weiß ich auch von euch, ist, die nicht immer unbedingt beliebt ist, weil das sieht man ja häufig in anderen Kanälen, aber ja, da vielleicht sagt ihr mir vielleicht hin und wieder mal von dir ein Spiel sehen, wie du spielst, ist ganz nett. Oder lass es lieber sein. Eure Entscheidung. Heute habe ich ein paar Fragen noch geplant, die ich beantworten werde. Sehr allgemeine Fragen, deswegen habe ich sie mir auch nicht aufgeschrieben. Die habe ich mir gemerkt. Hier drin. Ich weiß auch leider nicht mehr genau immer, von wem es war. Es waren eher Fragen, die öfter mal gekommen sind. Deswegen kann ich sie jetzt heute hier so immer mal wieder aufgreifen. Die auch einfach interessant sind für meinen Kanalbetrieb und so. Das kommt aber am Ende und Spiele, wie gesagt, die ich jetzt irgendwie doch gekriegt habe. Aber ich fange mal an mit einer Sache, die wollte ich eigentlich schon immer mal erzählen. Das ist gut, dass es mir jetzt gerade einfällt. Die wollte ich immer mal schon erzählen. Und zwar habe ich ja mal die Rubrik angefangen, die ja schon leider aufgehört hat, Fail. Eine Rubrik, wo es darum ging, dass ich meine Fails ein bisschen darstellerisch mit Bildern, Musik, Videos ein bisschen präsentiere. Und das habe ich einmal gemacht. Das ist ganz gut angekommen, bei manchen eher nicht. Also es war so ein Zwiespalt. Und am Ende habe ich die Rubrik sein lassen, einfach aus dem Grunde, weil es fast unmöglich war, das zu oft in einem Video zu übertragen. Dass man das in einem Video so schneidet, dass es am Ende auch lustig ist. Und genau das habe ich dann, was wollte ich jetzt hinaus? Ja, das habe ich dann halt nicht gemacht. Ich will es mir aber nicht nehmen lassen zu erzählen, welche zwei Fails ich eigentlich geplant hatte. Eins davon hatte ich sogar so weit, dass ich es fast hochgeladen habe, aber es war einfach nicht lustig. Das war auch, wenn man das bedenkt, ist es auch gar nicht so lustig. Also es ging darum, damals gab es ein Spiel, das hieß Little Fighter 2.
ein Browser-Game, soweit ich mich erinnern kann. Das war richtig, richtig cool. Das war so ein Beat'em-up, wo man mit 8 Leuten zusammen gegeneinander kämpfen konnte, mit ganz vielen verschiedenen Charakteren. Der eine war so ein Bogenschütze, Schwertkämpfer, Samurai. Und das war richtig cool. Das war so wie so ein... ja, wie so ein Side-Scroller Castle Crashers nur an einer Ebene, dass man halt so da gegeneinander gekämpft hat. Und da haben wir uns gedacht, damals mein Cousin und ich, den man auch aus diesem einen Feld kennt, ja, wir machen so einen Clan auf. Boah, wir nennen den Clan Fighters. Das ist kein Witz, ja, wir haben den Clan Fighters genannt. Und wir waren noch ein bisschen jünger. Und haben uns gedacht, boah, komm, wir holen uns dann irgendwelche Leute, weil das Spiel ist ja nicht so bekannt gewesen. Wir holen uns so Leute in unseren Clan und von den Chats und so, weil wir waren auch damals immer in Chats unterwegs. Und dann machen wir es so, und wir sind beide die Gildenleader, die Clanleader. Und jeder von uns kriegt dann so ein Padawan. Ja, so ein Padawan, den er so ein bisschen immer so das Spiel näher bringt und so ein bisschen der Meister ist. Und ich hatte dann halt meinen eigenen Schüler und dann habe ich so im ersten Gespräch im MSN-Chat damals noch so ein bisschen erzählt, so wie das Spiel funktioniert und so und ja, und das, wie man am besten die Taktiken und ich habe einen Trainingsplan aufgestellt, so ja, wann kannst du denn da? Und das hat wirklich eine Stunde gedauert, bis wir alles zusammen gelabert haben. Und dann habe ich gesagt, ja, lass mal ein Match spielen. Und dann hat er mich sowas von fertig gemacht. Aber volle Kanne hat er mich da im ersten Match volle Kanne kaputt geschlagen. Ey, das war so derbe peinlich. Das wollte ich wirklich als Fail-Video machen. Da hat mich da... Und das Krasse ist ja, ich habe ja nicht irgendwie so wie so ein guter Verlierer gesagt, ey, verdammt, du bist viel besser, als ich gedacht hätte. Du brauchst kein Training mehr und so. War ich voll sauer und so ein richtiges Arschloch. Du darfst den Bogenschützen nicht nehmen, der ist voll unfair und so. Das war richtig krass, ey. Ja, das war echt eine sehr, sehr peinliche Geschichte. Habe ich direkt noch von meinem Padawan im ersten Match direkt auf die Fresse gekriegt. Ja, das waren noch Zeiten. Und der zweite Fail, der ist doch viel geiler. Also da lache ich mich jetzt schon wieder kaputt, wenn ich dran denke. Und zwar geht es darum, mein Kumpel, der Sascha, der wohnt hier in Regensburg, mit dem bin ich zur Berufsschule gegangen. Und der ist ein Riesenfan von Halo, von Gears of War und von Portal. Portal hat der immer wieder gezockt, immer wieder. Und immer wieder, wenn wir uns getroffen haben in der Berufsschule, hat er mir erzählt, ah komm, wann kommt Portal 2, erzähl mir, ich hab voll Bock darauf und so. Und als es dann letztendlich draußen war, war es ihm aber doch zu teuer, also für diese kurze Spielzeit. Und dann habe ich ihm vorgeschlagen, so in der Schule, ey, hör mal zu, für die PS3 gibt es ja einmal Portal 2 für die PS3 und dazu gibt es noch einen Steam-Key, wo du dann das Spiel auf dem PC auf deinen Steam-Account runterladen kannst und dann kannst du es auf dem PC spielen. Also wenn wir zusammenlegen, können wir dann Geld sparen. Und der drückt, boah, ja, lass mal machen, das direkt nach der Schule hinfahren, ey, voll krass. Und der war voll in Kanne aufgeregt und den ganzen Tag war der voll am Zittern und so. Und dann sind wir danach wirklich dann so im Eiltempo zum Elektrofachmarkt gefahren, ja, PS3-Version, oh, ja, rausgegangen vom Laden und gesagt, boah, geil, und ich mach diese Hülle auf und gebe ihm das Blatt Papier und der schon so, oh, ja, ich glaube, der hat sich doch nie über so ein Blatt Papier so gefreut wie in dem Moment. Das ist so geil. Und dann fährt er, und dann sind wir nach Hause, hat er mich nach Hause gefahren. Und der ist weit weg von meinem Zuhause, hat er es weit weg nach Hause. Und zu Hause, 20 Minuten später, klingelt schon mein Handy. Ich gehe rein, ich sehe, ja, was los? Und ja, das funktioniert nicht. Und ich sehe, wie, was funktioniert? Das funktioniert nicht! Und sie, ja, aber, ja, warte, wieso, was los? Und sie, ja, das geht nicht, weil ich muss meinen Steam-Account mit dem PSN-Account verknüpfen. Ich so, ja. kein Problem. Ich gehe halt auf ZP, ich gebe dir meine Daten, dann gebe ich dir so meine Daten, ne? Entschuldigung. Auf jeden Fall habe ich dir so meine Daten gegeben. Warte, ich bin kurz ruhig. Ich habe mir meine Daten gegeben und dann habe ich gesagt, ja komm, ich gehe mal kurz auf die PS3 und verknüpfe die über den PSN-Account. Und dann wurde das PSN gehackt. Das ist die geilste
den ich kenne. Da ist das PSN gehackt und ich beruhige ihn so, ey, das ist nur ein Tag heute, das wird bestimmt morgen wieder sein. Und das habe ich ihm jede Woche sagen müssen. Das hat 2 Monate gedauert, bis er Portal 2 spielen konnte. Entschuldigung, tut mir voll leid jetzt. Das war das Geilste. Das Geile war wirklich, dann ist, ich habe das Spiel ja gespielt, ne? Und ich, wenn ich in der Schule war, immer, boah, weh, du sagst mir, was da passiert, weh, der war schon so sauer auf mich, ich konnte nichts dafür, weil das PSN gehackt worden ist. Das ist echt Fail. Oh, scheiße. Ja, das waren die beiden Fails, die ich unbedingt in die Videoform machen wollte, aber es hat einfach nicht funktioniert. Also wenn ich das angefangen habe, ich muss meine Haare wieder schneiden, als ich das angefangen habe, hat es irgendwie nicht so hingehauen. Ja, so viel dazu. Es geht heute um die Spiele, die ich bekommen habe, oder beziehungsweise doch, die ich bekommen habe, und um ein Gewinnspiel. Dazu aber gleich mehr. Ich habe hier ein Spiel bekommen, das habe ich eigentlich gar nicht angefragt, also gar nicht geordert. Ähnlich wie bei Satinavs Ketten von Dirdelic, aber ich habe es trotzdem bekommen, ich weiß gar nicht warum. Ich habe es auch schon durchgespielt, weil es relativ kurz war und ich war auch gar nicht mal, also ich war überrascht, das hat mir echt gut gefallen. Ich habe den Vorgänger nie gespielt. Ich krieg das Spiel, ich, keine Ahnung, ich kannte das Spiel schon vorher, aber das kennt ihr wahrscheinlich überhaupt nicht. Und zwar handelt es sich um Memento Mori 2. Das ist ein Point-and-Click-Adventure aus Tschechien, glaube ich, und den ersten Teil aus dem Jahr 2006, 2005, keine Ahnung, habe ich nie gespielt. Habe ich reingezogen. Ich muss sagen, ey, ohne Scheiß, also für Point-and-Click-Adventure-Fans ist das echt eine Empfehlung. Ich kann es echt nur empfehlen. Es war ein richtig cooler Thriller. Eigentlich muss ich dazu auch eine Review machen. Ich weiß noch nicht, ob in welcher Form. Mal gucken, also wird auf jeden Fall folgen. Entweder als normale Review, wie ich es schon vorher gemacht habe, oder als jeder hat eine Meinung. Gucken wir nochmal. Wie gesagt, also The Witcher 2 habe ich momentan auch im Laufwerk ziemlich lange drin, weil ich das gerne spiele. Was ich allerdings danach spielen werde, nicht direkt danach, sondern ein bisschen später, ist ein Spiel, was mich überhaupt nicht angemacht hat. Also ich habe das Spiel auf der Gamescom gespielt, das hat mich überhaupt nicht überzeugt. Fand ich relativ, ja, aalglatt und zu öde. Und in der Demo, die Demo habe ich gar nicht gespielt, weil ich ja schon das auf der Gamescom gespielt habe. Aber auch die Gameplay-Szenen haben mich nicht umgehauen. Aber das scheint ein Spiel zu sein, das mehr das Außen pfui, innen hui, so eine Art. Ja, so innen drin, so die inneren Werte sind absolut genial. Und da gibt es Leute, die feiern das derbe. Also da habe ich wirklich ein paar Leute, die das total abgöttisch verehren. Für sie das beste Spiel des Jahres. Und das hat mich richtig gewundert. Andere finden es eben nicht so gut. Auch in der Fachpresse hört man eigentlich nichts Gutes. Und zwar handelt es sich um Dragon's Dogma. Von Capcom habe ich mir geordert oder habe ich angefordert, weil ich das Ding endlich mal spielen wollte. Das ist ähnlich wie, das habe ich öfter mal. Also ich bin jemand, der sich sehr leicht beeinflussen lässt. Wenn mich jemand einen Abend lang die ganze Zeit von einem Spiel vollquatscht, was ich sowieso nie gespielt hätte, ich glaube, am Ende würde ich das sowieso kaufen. Weil ich einfach jemand bin, der möchte alles mal gesehen haben. Es ist natürlich immer zum Leidwesen meiner Geldbörse, aber bei Dragon's Dogma ist es eben so gewesen, dass mich die Erfahrungsberichte von vielen Leuten überzeugt haben, dass ich gesagt habe, okay, ich guck mal rein. Das ist natürlich aber auch so eine Sache, das geht manchmal nach hinten los, genauso wie bei den beiden Titeln Demon's Souls und Dark Souls, was an sich wirklich qualitativ hochwertige Spiele sind. Ich sag absolut nichts gegen die Spiele. Ich habe da, ich gönne es jedem, der da voll seinen Spaß mit hat. Echt, ohne Scheiß. Aber es ist halt nicht meins. Ich habe, glaube ich, wenn ich einmal aufgehört habe nach den mehrmaligen Spielen, ich habe das Spiel lange gespielt, habe ich aufgehört und hatte keine Motivation mehr, das Spiel anzumachen und von neu zu starten. Ich weiß, es hört sich jetzt wieder so pussyhaft an, ja, gebe ich zu, ich bin halt vielleicht dann doch irgendwie eine Pussy oder so, aber es motiviert mich halt irgendwie nicht, weil die Story in den Spielen auch nicht unbedingt so prall ist. Wo ich aber sehr standhaft bin, da bin ich echt stolz auf mich, ist bei Blizzard-Spielen. Denn Blizzard-Spiele mögen viele. Viele verehren Blizzard-Spiele. StarCraft, Warcraft, Diablo, ja, das sind so die drei großen Namen.
Und jedes Mal, wenn ein Blizzard-Spiel rauskommt, dann hörst du mehrere Monate über nichts mehr anderes, also nichts anderes mehr. Diablo 3 war kürzlich draußen, überall hörst du Diablo 3. Und natürlich bin ich dann irgendwann mal so, ja, soll ich mal trotzdem mal reinschauen? Ich weiß, das wird mir nicht gefallen, weil Blizzard-Spiele haben halt eben, sind für Leute gemacht, die halt manche andere Sachen mögen, die ich nicht so mag. Und dann trotzdem gucke ich mal nach, wie teuer das ist und so. Und bin aber immer standhaft, dass ich da nicht zugreife, weil ich ganz genau weiß, dass ich das hier spielen werde. Ähnlich hatte ich das letztes Jahr, oder war das letztes Jahr oder vorletztes Jahr, mit StarCraft 2. Genau der gleiche Fall. Ich kann Strategiespiele überhaupt nicht spielen. Das ist überhaupt nicht mein Genre. Und trotzdem habe ich StarCraft 2 fast gekauft, weil mir auch Leute gesagt haben, ja, auch wenn du keine Strategiespiele spielst und das auch nicht kannst, kein Problem, das Spiel ist so einsteigerfreundlich, daran liegt es nicht. Das liegt nicht nur daran, dass ich zu dumm dafür bin, das stimmt auch. Aber es liegt eigentlich daran, dass ich die Spiele nicht mag. Fertig. Und das letzte Spiel, was wir haben, bevor wir zu einem anderen Thema kommen, bevor wir das Gewinnspiel haben, geht es um ein Spiel, darauf freue ich mich sehr, obwohl ich gar nicht so der Liebhaber solcher Spiele bin, denn ich habe die Demo gespielt, ich habe im Vorfeld überhaupt von den Sachen nichts gehalten, als ich die Demo gespielt habe, war ich sehr überrascht, hat mich sehr überzeugt, ich hatte echt mal Spaß mit der Demo und habe mir gedacht, das werde ich auf definitiv dann spielen. Es handelt sich um Azuras Wrath oder Wrath, keine Ahnung. Japano, Nippon, mega übertriebener, abgefahrener Scheiß ist nicht mein Ding. Azuras Wrath oder Bayonetta sind die Ausnahme. Ich habe keine Ahnung, woran das liegt. Ich weiß es nicht. Aber generell sind diese abgefahrenen, übertriebenen Japano-Spiele gar nicht meins. Ähnlich habe ich das Problem gehabt mit Devil May Cry. Das ist einfach nicht meine Serie. Alle Spiele von Suda51 oder wie IGN ihn nennt, Suda51. Ich habe keine Ahnung, wie er richtig ausgesprochen wird. Für mich ist es immer Suda51 gewesen. Suda51 macht Spiele, die abgefahren sind, die total krasse Ideen haben, die wirklich aus der Masse herausstechen. Lollipop Chainsaw, auch die Frage kam öfter mal, ob ich mir Lollipop Chainsaw holen werde. Nein, das ist einfach nicht mein Ding. Shadows of the Damned ist steuerungsmäßig, also ist vom Gameplay her ganz nett, aber so vom Stil her gefällt es mir einfach überhaupt nicht. Hat mir eigentlich gereicht, als ich das beim Rainer Schauder gespielt habe, die 3 Stunden, 4 Stunden oder so. Und auch alle anderen Suda51 Spiele, No More Heroes, das sind alle Spiele, die haben ihre Stärken, aber deren Stärken gefallen mir nicht. Ja, und deswegen spiele ich sie auch teilweise einfach nicht. Ja, ich auch Catherine. Ich weiß, dass Catherine eine geile Story hat, aber ich kann diese Dinger nicht spielen, obwohl ich auch Puzzlespiele mag, aber dazwischen passieren viele Dinge, die ich einfach abgöttisch nicht hasse, aber die ich einfach nicht leiden kann. Und deswegen fasse ich das erstmal gar nicht an. Ich gönne es aber jedem, der daran Spaß hat. Worauf ich aber richtig Bock habe, aber da momentan extremst zögere, ist eine Mod, die momentan die Runde macht wie damals Minecraft. Es geht um ein Spiel mit dem Namen DayZ, DayZ, ich nenne es immer DayZ, wahrscheinlich wegen Jay-Z, DayZ, keine Ahnung. Und das ist eine Mod für das Spiel Armor 2, was ein wirklich schlechtes, verbuggtes Simulations-Military-Shooter-Gedöns ist. Ich habe es mal gespielt, 2 Minuten ausgemacht, hat mir überhaupt gar nicht zugesagt. Aber diese Mod DayZ ist der absolute Hammer. Denn sie machen mit wenig Mitteln eigentlich das, was ich immer von vielen Zombie-Spielen möchte. DayZ ist ein Zombie-Spiel. Es geht darum, dass die Welt voller Zombies ist. Ja, wer hätte es gedacht? Und der Clou dahinter ist, dass man immer, wenn man das Spiel anmacht, startet man irgendwo spawnt man auf dieser riesigen Map. Eine 15x15 Quadratkilometer große Map. Man hat eine Waffe, man hat ein bisschen Munition und ein bisschen Ration. Und damit startet man. Das Ziel ist einfach, und zwar Überleben. Das ist aber die Sache, dass es nicht so einfach ist, denn es gibt ja viele Zombies. Es ist kein Dawn of the Dead, dass da überall irgendwelche Zombies sind und du rennst da wie Left 4 Dead da durch die Gegend. Nee, es geht halt darum, dass da einfach eigentlich weniger Zombies sind und dass es ein bisschen ruhiger ist und du ein bisschen mehr entdecken musst. Der Punkt ist, wenn du nicht dich aufstockst mit Rationen oder mit Munition, wirst du auch nicht lange überleben. Da ist es eben naheliegend, dass die anderen Leute, also es spielen auch andere Leute auf dem Server mit, dir vielleicht helfen können, dass ihr zusammenläuft. Ja? Der Punkt ist, und das ist der
absolute Hammer, finde ich. Das ist so eine. Das ist wirklich wie im wahren Leben. Stellt euch vor, draußen ist die Zombie-Apokalypse und ihr geht raus und ihr trefft dort jemanden, der wahrscheinlich, der hat eine Karte von der ganzen Gegend. Der hat voll fett Munition. Und dann kommt natürlich dieser Überlebenstrieb des Menschen und du denkst, ey, eigentlich könnte ich dich jetzt umbringen, deine ganzen Sachen nehmen und selber länger überleben. Und dieser Punkt wird in DayZ aufgegriffen und dann weißt du wirklich nicht, wenn du aus der Entfernung jemanden siehst, kann ich denn vertrauen? Schießt der mich kaputt und ich bin tot und dann muss ich wieder von neu anfangen mit gar nichts in meiner Hand? Oder gehe ich in großen, oder er vertraut mir und wir gehen zusammen vielleicht los? Und diese Sachen sind der absolute Hammer. Ich bin total geflasht gewesen, als ich das zum ersten Mal gesehen habe. Und ich zögere aber noch. Ich zögere, weil zum einen ist dieser Stil von Arma 2 einfach ein bisschen mau. Also vielleicht bin ich da auch ein bisschen penibel, das weiß ich. Muss mal gucken. Ich hasse meine Haare. Ja, wie gesagt, es könnte vielleicht besser wirken, wenn das mal jemand richtig anpackt und sagt, ja, anscheinend ist die Idee so gut, daraus mache ich komplett ein Spiel, biete das für 20 Euro an, aber das Spiel fokussiert sich nur auf dieses eine Element und schon hat man ein wirklich gutes Spiel mit einer guten Grafik, mit einer guten Steuerung, mit einem wirklich toll ausgewogenen Gameplay. Das ist die erste Sache. Und die zweite Sache ist, ich habe keine Ahnung, was ich dafür brauche, denn man braucht anscheinend die Originalversion von Arma 2, die gibt es glaube ich free, also die ist kostenlos und man braucht noch ein Add-on dazu und das kostet glaube ich irgendwie 15 bis 25 Euro und ich habe keine Ahnung, ob ich mir das kaufen soll, ob es sich dann lohnt. Ich glaube, wenn man das mit einer Gruppe spielt, mit einer eingeschworenen Gruppe macht, das ist ja unfassbar Bock, aber alleine wird es dann immer ein bisschen schwierig und vielleicht frustrierst du dann einfach, weil du keinen hast, der mit dir mitläuft. Und die Durchschnittsdauer, wie lange man überlebt, ist angeblich momentan bei 30 Minuten. Das würde mich total abfacken. Aber ich würde es mal zu gern mal ausprobieren. Und für all diejenigen, die sich jetzt momentan nicht schlüssig sind, wie geil das Spiel ist, ich verlinke an dieser Stelle mal die Abenteuergeschichte von Simon von Game One. Denn das, was er da erzählt, hat mich komplett umgehauen. Ich hatte Gänsehaut und hatte immer ein Schmunzeln im Gesicht. Denn das ist ein Spielerlebnis, was er da erzählt, was er da in DayZ erlebt hat. Das habe ich noch nie gehabt und würde ich zu gerne mal haben. Wirklich geile Story. Ich verlinke es unten, guckt es euch an. So, die nächste Sache ist das Gewinnspiel. Denn ich hatte nämlich einen Monat lang die Möglichkeit, die PS Vita auf Grund und Nieren zu durchforsten und zu durchzocken. Ja, die PS Vita, muss ich kurz erwähnen, ist echt ein klasse Ding. Also ich kann nichts gegen sagen. Ich habe damit auch geskypt und so, also die Möglichkeiten bietet dieses Gerät. Allerdings ist es für mich einfach unbrauchbar, denn ich benutze so eine Vita nicht draußen. Ich habe keine Möglichkeit, die irgendwann mal draußen zu benutzen. Deswegen benutze ich sie zu Hause und da muss sie dann eben konkurrieren mit einer PS3. Ja? Und wer auf die Idee gekommen ist, zu sagen, dass die PS Vita die gleiche Grafik hat wie die PS3, der hat sich sowas von geschnitten. Also da kann ich sagen, nein. Also die Grafik ist super, auf dem Handheld unerreicht, aber noch lange nicht eine PS3-Grafik oder annähernd. Also sieht zwar gut aus, aber besser als die PS2, schlechter als die PS3, so ein Dreh. Die PS Vita habe ich, wie gesagt, einen Monat gehabt, hatte Spiele gespielt wie Uncharted Golden Abyss, ein richtig guter Titel. Reiht sich sehr gut auch in die Trilogie rein, also falls Uncharted-Fans das wissen wollten. Wipeout 2048, Wipeout ist Wipeout. Unit 13, ein Military Arcade Shooter, der ganz gut war, also kann man nichts gegen sagen, hat keine Story, deswegen hat es mich dann auch irgendwie nicht mal gerissen. Und die Preview-Version zu Gravity Rush, eigentlich das Highlight der PS Vita, das habe ich leider nicht mehr spielen können, weil dann musste ich die Vita wieder abgeben, aber Gravity Rush ist ein fantastisches Spiel. Wer eine Vita hat, kommt an diesem Spiel meiner Meinung nach nicht drum herum. Und was ich auch gespielt habe, und das ist eben das Gewinnspiel heute, denn ich habe Sony gefragt, ob ich das verlosen darf und sie haben zugestimmt. Und deswegen gibt es für euch jetzt, weil ich habe ja die Vita nicht mehr, gibt es für euch jetzt die Möglichkeit, ein PS Vita Spiel zu gewinnen, das gar nicht mal so alt ist. Und zwar geht es um Resistance Burning Skies. Dieses Spiel könnt ihr von mir gewinnen, wenn ihr... Wenn ihr in die Kommentare schreibt, dass ihr nicht zocken könnt. Das ist doch mal eine geile Gewinnspielfrage.
Wer traut sich zuzugeben, dass er nicht zocken kann, der darf an dem Gewinnspiel teilnehmen. Also, ich finde es jetzt eigentlich lustig. Wer Selbstironie hat, der darf es auch mal schreiben. Ihr müsst es jetzt nicht einfach explizit draufschreiben, ich kann nicht zocken, sondern ihr könnt schreiben, ja, irgendwas zum einen Kommentar zu dem Video und am Ende könnt ihr schreiben, in Klammern, ich kann nicht zocken und dann weiß ich auch schon, okay, du nimmst nur am Gewinnspiel teil. Aber ich fand's cool. Ich kann nicht zocken, schreiben und ihr könnt an einem Resistance-Gewinnspiel mitmachen. Einsendeschluss ist die, eine Woche nach dem Erscheinen dieses Videos, das heißt Sonntag, also nächsten Sonntag. Was ist das denn für ein Datum? Ich glaube, 5., 6., 7., 8. ist es, glaube ich. Der 8., 7. ist Einsendeschluss. Dann verlose ich das und gucke, wer da gewinnt. Jetzt habe ich noch am Ende noch kurz ein paar Fragen, die ich beantworten wollte. Punkt Nummer 1, bin ich auf der Gamescom? Ja, ich bin auf der Gamescom von Mittwoch. Also Mittwoch ist der Presse- und Fachbesuchertag. Da bin ich auch schon da. Also falls ihr da sein solltet, ich bin da. Donnerstag, Freitag. Samstag bin ich auch in Köln, aber ich glaube nicht, dass ich da auf die Gamescom fahren werde. Am Freitag haben The Playcast und ich geplant, dass wir da eventuell ein Community-Treffen machen, weil da viele Leute sind, die uns gerne mal treffen wollen. Da bin ich auf jeden Fall dabei. Also wer mich dort sieht auf der Gamescom, auf der Messe und sieht, ey, da ist Edwin, dann sagt, Schurkel! Nein, also kommt zu mir, gibt mir oder signalisiert, dass ihr irgendwie mich kennt, dann komme ich auch zu euch oder so. Ich habe überhaupt kein Problem mit euch mal eine Runde zu quatschen. Fände ich sogar ganz geil. Also ich würde mal gerne euch mal auch nur näher kennenlernen. Die zweite Frage, die mir oft gestellt worden ist, warum kaufst du dir keinen Greenscreen? Denn das Ding ist nicht mehr so teuer. Da war ich auch sehr verwundert, dass so ein Greenscreen gar nicht mehr so teuer ist. Ich habe gedacht, das wäre so ein voll das teure Film-Equipment-Teil. Nee, ist es nicht. Also ist nicht teuer. Ich muss aber zugeben, dass mir ein Greenscreen eben nicht so... Nee, also mir gefällt er sehr. Also ich muss sagen, wenn ich zum Beispiel Artwork sehe... mit seinem Kanal, das finde ich, sieht einfach total awesome aus, aber ich persönlich kann es nicht verwenden. Erstens, weil ich keinen Platz habe. Also wenn ich mal hier so rumgucke, ich wüsste nicht, wo ich ihn aufstellen sollte. Und die zweite Sache ist, diese Greenscreen-Sache geht natürlich auch ein bisschen rum. Also ich glaube auch der Consolist hat einen Greenscreen und der Papa Joe hat einen Greenscreen. Also viele haben jetzt Greenscreens und das ist ja so ähnlich wie mit dem Rahmen von Rainer Schauder. Rainer Schauder hat ja diesen Rahmen da erfunden oder sich da selbst zusammengebaut und viele haben das dann sozusagen angenommen und das auf ihren Kanal übertragen. Finde ich ist an sich eine coole Sache, so ein Rahmen, aber ich persönlich muss sagen, ich versuche dann schon irgendwie ein eigener Kanal zu sein. Also ich muss nicht, es hört sich jetzt böser an, als das eigentlich klingt, aber es klingt jetzt böser, als es eigentlich ist. Ich muss nicht Leuten hinterherlaufen, um den Trend nachzugehen, weil alle jetzt das machen, muss ich es auch machen. Ich versuche dann schon irgendwie in meinem Kanal eben meinen Stempel aufzusetzen, mit meinem Stil Videos zu machen und ich glaube, das ist auch besser so. Also ich glaube, das bringt keinem was, wenn er jetzt auf dem Kanal das gleiche sieht wie auf den anderen Kanälen. Ich muss sagen, ich freue mich für alle, die einen Greenscreen haben, denn das ist wirklich eine geile Sache. Ich freue mich, das auch selber zu gucken, aber ich persönlich... werde das nicht machen, weil ich, wenn ich wirklich der Meinung bin, ja, Yetivin, du brauchst jetzt einen Greenscreen, weil dadurch werden deine Videos jetzt nochmal awesomer, dann werde ich mir auch einen Greenscreen holen. Dann wäre es mir auch egal, was andere haben. So ist jetzt eigentlich meine Grundlage. Aber für mich momentan, ich bin sehr zufrieden, wie ich momentan meine Videos mache. Die sind halt ein bisschen bescheidener und seien wir mal ehrlich, diese blaue Wand hier, die würdet ihr doch voll vermissen, oder? Da wurde mir noch was gefragt, ich weiß gar nicht mehr, was es war. Tja. Keine Ahnung. Nee, das war es auch dann schon. Ich habe, glaube ich, jetzt fast die halbe Stunde voll. Verdammt, ich wollte eigentlich 20 Minuten, aber 8 Minuten zu viel geredet, 9 Minuten. Egal. An dieser Stelle freue ich mich, dass ihr wieder dabei wart und ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Auch welcher Tag das auch sein sollte. Ich weiß nicht, wann das Video hochlade. Vermutlich Sonntag, damit die totale Langeweile auch bei euch auch ein bisschen aufgemuntert wird. In diesem Sinne, bis ich bin weg. Haut rein. Tschüss.